Gehen wir weiter zum nächsten Hadith. Al-Hadith al-Ashir. Wieder von Abu Huraira. An Abi Huraira radiyallahu ta'ala an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursaleen. Faqala ya ayyuha al-rusul. Kulu min al-tayyibati wa amalu saliha. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك تسبع مسلم بليفة. Abu Huraira sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wahrlich, Allah ist tayyib, tayyib, rein, gut. Und er nimmt nur an, was tayyib ist, ja, ein Gutes oder Reines an. Wahrlich, Allah hat den Gläubigen das befohlen, was er auch den Gesandten befohlen hat, denn er spricht, ihr Gesandten, esst von den guten Dingen und handelt rechtschaffen, und er, der Erhabene, spricht, ihr Gläubigen, esst von den guten Dingen, die wir euch als Unterhalt gegeben haben. Dann erwähnte er einen Mann mit zersaustem Haar und Staub bedeckt, der auf seiner langen Reise, der auf seiner langen Reise kein Ende findet. Er streckt seine Hände zum Himmel und ruft, O Herr, O Herr, doch sein Essen ist Verbotenes, sein Trank ist Verbotenes, seine Kleidung ist Verbotenes. Und er wurde von Verbotenem genährt, wie also könnte ihm Gehör geschenkt werden? Das ist bei Muslim überliefert. Hier Nummer 1, das Wort At-Tayyib, Inna Allah Tayyib. Allah ist Tayyib. Was bedeutet das? يعني أنه منزه عن النقائص والعيوب. Dass er frei und fern ist von Mängeln und Defiziten, negativen Eigenschaften. Das wird auch für den Menschen benutzt, das Wort At-Tayyib, ja, jemand, der frei ist von Mängeln, frei ist von negativen Eigenschaften, wie Allah Ta'ala sagt, At-Tayyibuna lit-Tayyibat. Die reinen Männer sind für die, At-Tayyibatu lit-Tayyibin. Die reinen Frauen sind für die reinen Männer. Was ist hier mit reinen Frauen gemeint? Und die reinen Männer? Ja, die keuschen Männer und die keuschen Frauen. طيب. Und dann sagt er, لا يقبل إلا طيبا. Er nimmt nur an, was gut und oder rein ist. يعني das heißt, er nimmt von den Sadaqat, den Spenden und den Almosen nur an, was reiner Herkunft ist, also auf eine legitime Art und Weise verdient wurde, oder was an sich selbst rein ist. Denn etwas Gegenstände oder werthaltige Dinge sind entweder wegen ihrer selbst verboten, das nennt man al-haramu li-ainihi oder al-muharramu li-zatihi, etwas ist wegen seiner selbst verboten, also dieser Gegenstand selbst ist verboten. Das nennen die Hanafiya, nennen das al-makana haraman bi-aslihi. Oder es ist wegen einer Eigenschaft, wegen der Eigenschaft, wie es gewonnen wurde, verboten. Haramun biwasfihi nennen das die Hanafiya. Und sie unterscheiden dann auch. Ein Beispiel nach den Hanafiya, haramun li dhatihi, beispielsweise das Verkaufen von Alkohol. Das Verkaufen von Alkohol. Weil Alkohol ist an sich selbst verboten, richtig? Haramun li dhatihi. Aber ein Dinar gegen zwei Dinar. Haram bi asli oder bi wasfi? Bi wasfi. Denn der Handel zwischen dem oder der Dinar selbst ist nicht haram. Er selbst ist nicht haram. Aber diese Eigenschaft, wie hier der Handel stattgefunden hat,
Das ist verboten. Oder nicht? Haramun biwasfi. Das ist die Einteilung der Hanafiya. Übrigens, die Masail des Riba, darum sollte man sich kümmern, besonders wenn man viel mit Geld zu tun hat, wenn man einen Geldfluss hat oder viel ausgibt und einnimmt oder im Handel tätig ist. Man sollte sich um die Abwab des Riba kümmern, diese erlernen. Denn es gibt viele Dinge, die nicht bekannt sind unter den Muslimen. Was zum Riba gehört, was nicht zum Riba gehört. Es gibt typische Beispiele. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe Gold. Ich habe 1 Kilo Gold und möchte von jemandem 1 Kilo Gold kaufen. Tayyib, 1 Kilo Gold gegen 1 Kilo Gold. Ist das legitim? Oder nicht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in den Sahihain ist der Hadith, er sagte, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء يدا بيد أو كما قال. Die Gold gegen Gold, Silber gegen Silber, Bur gegen Bur, wie nennt man Bur? Gerste, glaube ich. Gerste gegen Gerste, Weizen gegen Weizen, Salz gegen Salz oder mit Salz, Salz mit Salz und gegen Salz, Datteln gegen Datteln sind Zinsen. Außer illa ha'a wa ha'a. Oder in manchen Rewrite heißt es illa mithlan bi mithl yadan bi yad. Außer wenn sie in gleicher Menge ausgetauscht werden und sofort ausgetauscht werden, Hand in Hand. Das ist ein Hadith. Tayyib. Also jetzt nochmal zu dem Fallbeispiel. 1 Kilo Gold gegen 1 Kilo Gold. Erlaubt oder nicht? Ja. Hä? Tayyib. Wir haben folgender Fall. Ich komme zu dir, du hast 1 Kilo Gold bei dir, erhältlich. Und ich habe meins zu Hause vergessen. Und dann sage ich, gut, wir machen den Handel, wir schließen den Handel ab. Also nicht nur ein Versprechen, ne, man muss unterscheiden. Ein Versprechen, einen Handel zu machen, ist nicht ein Handel. Ein Versprechen ist nicht ein abgeschlossener Handelsvertrag. Also wenn ich dann zu dir komme und sage, gut, ich werde den von dir kaufen. Ich kaufe den, ich will den kaufen. Und das ist kein Handel. Aber sagen wir, es kommt zu einem Handelsabschluss. Ich sage, verkauf mir diesen Kilo gegen den Kilo, den ich zu Hause habe. Und er hat ihn schon gesehen. Er hat ihn gesehen. Und er sagt, ich habe ihn dir verkauft. Hier ist der Handel abgeschlossen. Es ist ein Handel, hat ein Handel stattgefunden. Ist das legitim? Nicht legitim? Warum? Ja. Man darf, glaube ich, auch nichts verkaufen, was man nicht besitzt. Der besitzt es aber. Und diese Aussage, man darf es nicht verkaufen, sondern nicht besitzt, ist nicht ganz richtig. Warum ist es nicht erlaubt? Das ist eine Form des Riba. Das ist eine Form des Riba, die nennt sich, es gibt nämlich zwei Kategorien des Riba. Riba al-Fadl. Riba al-Fadl ist, wenn es Unterschiede gibt in den Mengen der ausgetauschten Ware. 1 Kilo Gold gegen 2 Kilo Gold. Das nennt man Riba al-Fadl. Und dann gibt es Riba al-Nasi'a, den Zeitzins, ich nenne es mal so, Zeitzins. Wenn es nämlich nicht zu einem sofortigen Austausch kommt. Aber diese Thematik muss man verstehen, sie sind nämlich sehr subtil und deswegen werden die Thematiken des Riba in einem separaten Kapitel behandelt in den Büchern des Fiqh. Nennen das Bab al-Riba. Bab al-Riba, ein separates Kapitel in den Büchern des Fiqh.
Denn nicht alles, was... Ich gebe euch ein Beispiel, wo das nicht zum Riba gehört. Oder ich frage euch, ihr solltet mal versuchen, das zu verstehen. Ein Kilo Gerste gegen 2 Kilo Weizen. Erlaubt? Bei bedingungslos, da gibt es da Bedingungen. Muss alles, ich glaube, gleichmäßig Wert haben. Der Wert muss nicht gleichmäßig sein. Ohne Bedingung. Also das heißt, 1 Kilo Weizen, nehmen wir das wieder in einem praktischen Beispiel. Ich komme zu dir, habe den Kilo Weizen nicht dabei, aber ich beschreibe ihn dir. Weizen dieser Sorte, dieser Klasse, dieser Qualität, gegen 2 Kilo Gerste, die ich vor mir habe. Erlaubt jetzt, dass wir hier einen Vertrag abschließen und ich nehme die 2 Kilo mit und händige ihm den 1 Kilo später aus? Erlaubt? La yajuz. Ist nicht erlaubt. Tayyib. Ein weiterer Fall. Ich möchte euch durcheinander bringen. Deswegen frage ich einige mehrere Fragen. Warum ist es nicht erlaubt? So, erkläre ich gleich. Anderer Fall. 2 Kilo Gerste gegen sagen wir ein Anzug. Auch wieder beschrieben. Ich bringe ihm ein Foto mit und zeige ihm das hier. So sieht der Anzug aus. Er ist aber wieder zu Hause. Darf ich? Ja. Ist erlaubt? Ja. Wo ist der Unterschied zwischen diesem Fall und dem vorherigen? Deshalb verhalten sich auch Lebensmittel. Okay. Wenn es wegen den Lebensmitteln ist, dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir das vorherige Beispiel. Nur anstelle von Gerste und Weizen, eine Wassermelone gegen 1 Kilo Weizen. Die Wassermelone ist zu Hause. Erlaubt? Nein. Nein? Ja. Erlaubt. Tayyib. Versteht ihr irgendwie, wo die Regeln hier sind? Wir wollen das mal etwas in verschiedenen Kategorien behandeln. Wie ihr gesehen habt, die Beispiele, die ich genannt habe, wir haben einmal die gleichen Elemente miteinander ausgetauscht. Richtig? Gold, Gold. Das ist eine Form, eine Mas'ala für sich. Und zwar, dass man die Riba-Güter, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier genannt hat und andere, ich will euch aber jetzt nicht erklären, was noch zum Riba gehört, das würde nämlich den Rahmen der Sache sprengen. Wir begnügen uns mit diesen Beispielen, die wir hier haben. Wenn man eines dieser Riba-Güter miteinander austauscht, miteinander, also Gold, Gold, Silber, Silber, Datteln, Datteln, dann müssen 2 Dinge gegeben sein, damit es sich hier nicht um Riba handelt. Einmal Al-Tamathul. Al-Tamathul. Was heißt Al-Tamathul? Gleiche Menge, gleiches Gewicht, gleiches Volumen, je nachdem. Je nachdem, es kommt drauf an. Al-Tamathul. Und da gibt es eine wichtige Regel, die ihr euch auch vor Augen halten solltet. Sie sagen, die Fuqaha sagen, Al-Jahlu bit-Tamathul kal-Ilmi bihi. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich nicht weiß, ob die Dinge gleichwertig, ich meine in der gleichen Menge vorhanden sind oder dass die Tauschware gleich ist, dann ist es wie das Wissen darüber, dass sie nicht gleich ist. Also, nicht erlaubt. Und deswegen darf man zum Beispiel nicht trockene Datteln gegen frische Datteln austauschen. Nur in bestimmten Ausnahmefällen, in bestimmten Mengen. Zweite Bedingung,
Es muss sofortiger Austausch stattfinden in der Sitzung des Handels. Diese zwei Bedingungen müssen gegeben sein, wenn es sich um gleiche Ware handelt. Die Qualität ist nicht ausschlaggebend. Die Qualität ist nicht ausschlaggebend. Ich kann billige Datteln haben, 1 Kilo, gegen gute Datteln, 1 Kilo, erlaubt? Ja. Ist erlaubt. Daher, wenn man sagen würde, diese billigen Datteln, die 1 Kilo, die 1 Kilo billigen Datteln, für die kriege ich nur 1,5 Kilo gute Datteln. Ist dieser Handel legitim? Nein. Wenn du das unbedingt machen willst, verkauf deine Datteln, verkauf sie und dann leg ein bisschen Geld hinzu und kauf die guten Datteln. Deswegen wird überliefert, dass, ich glaube, das war Bilal, er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam mit guten Datteln und er bat sie ihm an zum Essen und dann fragte er, woher hast du die, ja Bilal? Er sagte, ich hatte schlechte Datteln, also gelagert, die ich für dich gegen diese guten Datteln ausgetauscht habe. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Awa, huwa aynur riba, wehe dir, oder oh weh, das ist doch der Riba. Also von daher, die Qualität ist nicht ausschlaggebend. Die Qualität ist nicht ausschlaggebend. Kommen wir zum zweiten Fall. Fall Nummer 1 war also, wenn es sich um gleiche Güter handelt. Fall Nummer 2, es handelt sich um verschiedene Güter, aber bitte aufpassen, aber beide gehören zu den Riba-Gütern. Sind verschieden, aber beide gehören zu den Riba-Gütern einer Klasse. Das noch hinzufügen, eine Klasse. Was heißt das, eine Klasse? Die Hanabila machen die Riba-Güter in 3 Klassen. Ne, 2. Sie zählen einmal die Al-Mausunat und einmal die Al-Makilat. Al-Mausunat und Al-Makilat. Also Riba-Güter, die gewogen werden, die an ihrem Gewicht gemessen werden. Dazu gehört zum Beispiel das Gold und das Silber. Und Riba-Güter, die nicht gewogen werden, sondern die an ihrem Volumen gemessen werden. Dazu gehört alles andere. Alles andere. So, jetzt bitte aufpassen. Wenn 2 Riba-Güter verkauft werden, ausgetauscht werden, aus einer Klasse, aber verschiedene Güter, dann muss nur noch eine Sache eingehalten werden. Und zwar nur noch der sofortige Austausch. Zum Beispiel Gerste gegen Weizen. Versteht ihr? Wenn die Riba-Güter verschiedener Klassen sind, verschiedene Klassen, verschiedene Güter, da muss nichts mehr eingehalten werden. Beispiel Gold gegen Weizen. Gold gegen Weizen. Und das ist tatsächlich so, anders würde es zum Beispiel, würde der Salam gar nicht mehr funktionieren. Es gibt etwas in der Scharia, Salam, Bay'us Salam, wisst ihr, was das ist? Bay'us Salam bedeutet, dass eine Ware gekauft wird, sie wird vorausgezahlt, aber sie existiert noch nicht. Ich bin beispielsweise ein Bauer und ich pflanze gewisse Körner oder so an, wie zum Beispiel Weizen oder Gerste. Und jemand kommt zu mir und sagt, hier, ich zahle dir schon mal 1.000 Dinar voraus. Dinar ist Gold. Wenn wir von Dinar oder Dirham reden, reden wir von Gold und Silber, nicht von den Währungsmitteln. Er zahlt mir 1.000 Dinar und sagt, hier, wenn ich möchte für dieses Geld Weizen kaufen. Aber der Weizen existiert noch nicht. Ich muss ihn ja noch anpflanzen und dann. Und das ist ein Prozess, der eine gewisse Zeit benötigt. Ist das erlaubt? Ist erlaubt. Das ist erlaubt.
Dass der Prophet sallallahu alaihi sagte, man aslafa falyuslif, man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lum wa wazn ma'lum ila ajal ma'lum. Wer den Salaf oder den Salam durchführt, also diese Form des Handels, die ich eben beschrieben habe, der soll das in einer bestimmten Menge, also Gewicht muss vorher abgeklärt werden, oder das Volumen, bis zu einer bestimmten Frist tun. Und deswegen sagen wir, wenn die Klassen der Riba-Güter verschieden sind, darf alles geschehen, denn sonst würde der Salam nicht mehr funktionieren. Sonst würde das gar nicht mehr funktionieren. Gut. Al-Tayyib. Inna Allah Tayyib la yaqbalu illa Tayyiban. Dieser Hadith deutet darauf hin, dass. Na, Tayyib. Dieser Hadith deutet darauf hin, dass verbotene Spenden nicht akzeptiert werden. Verbotene Spenden. Geld, das auf eine nicht legitime Art und Weise erwirtschaftet wurde, die Spenden sind nicht akzeptabel. Deswegen wird in einem Hadith überliefert, la yaqbalu Allahu sadaqatan min ghulul. Allah Ta'ala akzeptiert keine Sadaqa aus dem Ghulul. Al-Ghulul ist alles Geld, das man auf eine nicht legitime Art und Weise erwirtschaftet hat. Was heißt das? Man darf das Geld behalten? Das heißt nicht, dass man es behalten darf. Das heißt aber, die wird nicht akzeptiert. Ja, nicht belohnt dafür. Aber du musst das loswerden. Du musst das weggeben. Und daraus entnehmen wir auch, dass wenn man das weggeben muss, du wirst es ja wahrscheinlich an eine Person geben. Ne? Darf die Person das nehmen? Darf die Person das nehmen oder nicht? Ja, sonst wirst du es nicht los. Verbrennen müssen wir es nicht. Weil das ist eine Verschwendung von Geld. Auch wenn manche das gesagt haben. Manche sagten, er soll es verbrennen. Aber das ist Verschwendung. Und die Scharia befiehlt keine Verschwendung. Also das heißt, er darf es dann auch nehmen. Er darf es annehmen. Ich habe hier mal etwas zusammengestellt, wie man vorgehen muss, wenn man ein verbotenes Einkommen hat. Und zwar verbotene Einnahmen oder Gelder. Verbotene Einnahmen, Gelder oder Wertgegenstände. Kann man das lesen? Situation 1. Situation 1, ist der Betrag bekannt? Muss er an den Besitzer oder seine Erben ausgehändigt werden? Ist der Wert nicht bekannt, dann muss so hoch abgeschätzt werden, dass man eine starke Vermutung hat, keine Schuld mehr zu haben. Jemand weiß nicht mehr, waren das 100 oder 150 Euro. Was muss er machen? So hoch einschätzen, dass er mit einer Gewissheit davon ausgehen kann, dass seine Pflicht erfüllt. Das ist auch in vielen anderen Sachen so, bei der Frau oder auch bei anderen, die das Fasten unterlassen haben, die nicht gefastet haben. Und er muss sein Fasten nachholen und die Frau oder der Mann, ich nenne die Frau, weil die Frau oft das Fasten auslässt, weiß nicht mehr, waren das 7 oder 10 Tage? Wie viel muss sie fasten? 10 Tage. Jemand, der unentschuldigt sein Fasten auslässt, muss er das eigentlich nachfasten? Hä? Er muss nachfasten. Nach allen 4 Madahib. Das ist seltsam. Wisst ihr, es ist seltsam, dass jemand, yani wenn wir sagen, er muss nicht nachfasten, يتوب فقط يستغفر ويتوب. Inwiefern ist das, ich nenne es mal jetzt logisch, dass jemand, der Entschuldigung hatte, er muss nachfasten, obwohl er entschuldigt war, er war schwer krank oder er war auf einer harten Reise. Der muss nachfasten. Und jemand, der absichtlich, ohne irgendeinen Entschuldigungsgrund, nicht gefastet hat, bei ihm sagen wir Tub ilallah wa khalas. Auch bei den Gebeten, die Jumhur der Ahlul Ilm, alle vier Madahib sind der Auffassung, wer Gebete absichtlich unterlässt, der muss sie nachholen.
Wenn er sein ganzes Leben die Gebete unterlassen hat, muss er ab dem Moment des Buluch alle nachholen. Aber es ist natürlich viel leichter, einfach zu sagen. Tauba, Istighfar, die Schuld ist beglichen. Zumindest beim Gebet gibt es tatsächlich Aussagen, wie zum Beispiel von Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm, der Zahiri, ist der Auffassung, dass die Gebete entfallen. Ich glaube, auch unter den Hanabilen gibt es zwei, die das gesagt haben. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber die Madahib, alle vier Madahib sind der Auffassung, dass man die Gebete nachholen muss. Okay, wer hat nicht bekannt, dann musst du hoch abgeschätzt werden, dass man eine starke Vermutung hat, keine Schuld mehr zu haben. Situation Nummer 3. Der Besitzer ist nicht auffindbar, dann muss man nach der Mehrheit der Rechtsgelehrten im Namen der Person spenden. Er gibt das Geld einfach aus, er spendet es in die Al-Masalih Al-Amma oder an Bedürftige oder für einen allgemeinen Nutzen, wie in Schulen, Brückenbau oder sowas in der Art halt. Viertens, Person wurde nach der Spende auffindbar. Also du hast das Geld schon gespendet und nach der Spende wurde sie auffindbar, dann hat die Person ein Anrecht darauf, das Geld von dir zu verlangen. Na. Gut, das dazu. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in diesem Hadith einige Adab des Dua erwähnt. Einige Begleitumstände des Dua, die das Dua hochheben. Schauen wir uns an, was er da genau genannt hat. Er nannte unter anderem die Reise, richtig? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Eigenschaften, die er genannt hat, die Eigenschaften dieses Mannes oder die Umstände, er hat sie nicht einfach willkürlich genannt. Er hat sie genannt, weil das sind Ursachen für die Erhörung des Dua. Aber er wollte sagen, obwohl die Ursachen gegeben sind, gibt es ein Mani'. Ursachen sind gegeben, aber es gibt Hindernisse, die Erhörung des Dua verhindern. Diese Hindernisse sind die drei Sachen. Aklul Haram, Shurbul Haram, Lubsul Haram. Das Tragen, Trinken und das Essen, Trinken und Tragen von verbotenen Dingen. Also drei Hindernisse und alle anderen Dinge sind Asbab für die Erhörung des Dua oder Begleitumstände, die das Dua ansehnlicher machen. Er nannte hier unter anderem Italatus Safar, das Reisen oder besonders das lange Reisen. Die erwähnte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith. Er sagte, Thalathu da'awat mustajabat. Drei Bittgebete werden erhört. Und dann nannte er diese drei, er sagte, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi li waladihi. Da'watul mazlum, da'watul musafir wa da'watul walidi li waladi. Das Bittgebet des Mazlum, dem Unrecht angefügt wurde, das Bittgebet des Reisenden und das Bittgebet des Vaters für sein Kind. Das ist bei Abu Dawud überliefert. Also das längere Reisen. Zweitens dann die Abgedroschenheit und das Herunterkommen, also diese zerbrochene Situation und Lage des Menschen, wenn er zerbrochen ist. Und das kann sich an seinem Aussehen äußern, wie in diesem Fall hier. Er sagte, Ash'atha Aghbar, zersaustem Haar, verstaubtem Körper. Das deutet auch hin, dass er zerbrochen ist, niedergeschlagen ist. Drittens, das Ausstrecken der Hände. Das Ausstrecken der Hände, wie es auch in diesem Hadith vorkommt. Und viertens, die Dringlichkeit und Beharrlichkeit. Al-Ilhahu fi Dua, das entnehmen wir aus seinem Wort Ya Rabb, Ya Rabb. Und das letzte ist, das versteht man aus dem Hadith, die Selbstschonung vor
nicht legitimen Haram-Gütern, sei es in Form von Essen, Trinken oder der Kleidung. Übrigens, das Heben der Hände, ne, das wurde in verschiedenen Formen überliefert. Verschiedene Formen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgeführt hat. Eine davon, Ibn Rajab nennt einige davon, Al-Isharatu bis-Sababa, mit dem Finger zu zeigen, beim Dua. Wie wir gesagt haben, dass er das unter anderem auf dem Mimbar zu tun pflegte. Und Ibn Abbas sagte über diese Form des Hebens der Hände, er sagte, huwa al-Ikhlasu fi Dua, das ist der Ikhlas fi Dua, oder eine Andeutung auf den Ikhlas. Unter anderem, die zweite Form ist es, die Hände, also beide Hände tatsächlich zu heben. وَجَعْلُ ظُهُورِهِمَا إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ جَعْلُ الظُّهُورِ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ. Wie sieht das aus? So. Dass diese, die Zuhur der Hand in Richtung der Qibla sind, so Hände heben. Das hat er gemacht. Und ebenfalls umgekehrt. Umgekehrt. Wie? So. So auch. Das ist eine Form, wie manche deshalb sagten, die Istijara. Das ist, wenn man Schutz und Bewahrung, Allah Ta'ala um Bewahrung und Schutz bittet. Vor ihm. Ebenfalls sagt er eine weitere Form, Rafu yadayhi wa ja'lu kaffayhi ila as-samaa. وَظُهُورِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ. Wie sieht das aus? So, die Hände nach unten, also die äußere Hand nach unten. Das ist auch eine Form des Rafa al-Yadayn. Deswegen über diese Form sagten Abu Huraira und Ibn Umar, sie sagten, هَذَا هُوَ الدُّعَاءُ وَالسُّؤَالُ لِلَّهِ. Das ist, wenn man Allah Ta'ala um etwas bittet. Umgekehrt, diese Seite nach oben und die Handinnenfläche nach unten. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua beim Istisqa gemacht, unter anderem, beim Salat al-Istisqa.